Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute nehme ich euch mit und zwar sind wir hier in einem Treppenhaus und dahinter, ihr seht schon diese Wand und auch darunter Podestwände, die werden cool gestaltet. Und zwar Hintergrund war gewesen, Kundschaft wollte es grün haben und ich habe gesagt, das machen wir aber so nicht. Wir können das schon cool machen, aber wir streichen da nicht einfach eine Farbe drauf, weil da oben waren schöne Lämpchen gewesen, die kommen auch wieder hin, aber das scheint einfach runter und wenn die Fläche nicht schön tapeziert ist, so wie jetzt hier mit der Rauffaser, lass mal das sein. Wir streichen das ganze Treppenhaus in weiß, aber da machen wir die Wände schön und ich bin jetzt auch schon dabei und mache die Tapete weg. Und da ich ja das heute schnell eingeplant habe, nicht eingeplant habe, die Tapete wegzumachen, will ich euch kurz mal was zeigen, wie ihr das auch wegmachen könnt. Tapete kann man ja aufbürsteln, das Wasser oder mit der Sprühflasche auftragen und ich mache es jetzt einfach mit der Rolle und nur mit warmem Wasser. 5 bis 6 Mal nass gemacht und dann geht es nämlich gut runter. Ihr nehmt die Walze aus dem Eimer, da ist mein Wassereimer und unten habe ich schon die Folie hingelegt und da kann ich nämlich schön meinen alten Tapetenrest hinschmeißen und dann kommt das alles zusammen, zack, gleichzeitig in die Mülltüte und die Tapete, die geht super weg, also warmes Wasser. Klar, hier ist es natürlich mal wieder dankbar, aber da ging es jetzt einfach nur für mich darum, wenn ihr mal wissen wollt, wie man auch andere Geschichten mit Tapete entfernen kann, also jetzt hier mit der Rolle, könnt ihr das gerne so machen. Wir bereiten jetzt hier die Wandfläche vor und ich zeige euch, um welche Wände es denn hier in dem Treppenhaus geht und wie das Ganze dann aussieht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Let's go, wir legen los, ich hab Bock. Damit ihr euch das vorstellen könnt, ja, hier Riesenflur und dann kommst du vom Wohnzimmer rein und dann werden die zwei Wände, die Podest-Stirnwände, schön mit Archipetra Internacco gemacht und da nehme ich euch mit. Ich möchte euch einfach zeigen, wie schlussendlich diese Oberflächengestaltung aussieht. Wie eine Arztpraxis, ne? Handschuhe anziehen. Früher bei weißen Sachen haben sie schon mal gesagt, Herr Doktor, Herr Doktor. So, ich habe hier einen riesen Bottich angemacht. Das sind jetzt fast 30 Kilo. Also oben und unten ist Material angemacht mit dem geilen Farbton, den ich jetzt nicht verrate. Das ist nämlich mein Geheimnis. Und dann spachteln wir das Ganze wieder ganz normal auf. Und das ist halt mega. Ne? Und dieser Mega-Effekt kommt natürlich immer erst dann am nächsten oder je nachdem, wie es trocknet, am übernächsten Tag. Weil hier müssen wir ein bisschen beschleunigen am Donnerstag, morgen Freitag, also mit Heizlüfter arbeiten. So, alles auf Putzkornstärke auftragen. Das sind diese dicken Steine. Und dann geben wir dem Ganzen 2 Stunden Zeit zum Ablüften und dann tun wir es aufploppen. Ich ziehe jetzt alles auf und dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Aufploppen. Ja, genau. Alles gut abgetrocknet und jetzt gehen wir her. Jetzt können wir hier schon mal ordentlich ploppen. Wenn das dann noch zu feucht ist, dann warten wir halt noch mal kurz, gell? Und dann kletten wir die ganze Sache ab. Und dann holen wir halt diese Vertiefungen raus. Und dann müssen wir wirklich gut das ganze Ding durchtrocknen lassen bis morgen, denn normalerweise 2 Tage. Aber es ist halt leider so heute.
Die Lampe sitzt und das heißt, wir sind am Ende des Videos angekommen. Und was habe ich jetzt alles gemacht? Der Putz hat super getrocknet über Nacht, also es hat funktioniert mit den Heizlüfter. Alles geschliffen, das habt ihr kurz gesehen gerade eben. Dann alles zweimal hydrophobiert, grundiert und jetzt auch wieder mit Heizlüfter gearbeitet, damit ich das hier einfach für euch fertig zum Freitag, ja, 12.15 Uhr abfilmen kann. Ich schaue nochmal, wer es nicht glaubt, 12.24 Uhr. Okay, ich filme das jetzt alles mal ab. Die Lampen sind montiert, die weißen Sockelleisten sind dran, es sieht wirklich schnieke aus und wir legen los. Fliesen wurden hier ausgetauscht, das habe ich auch gemacht, die weißen Sockelleisten sind dran, unten Silikonfugen gezogen und dann eben hier die Wandfläche. Und die zieht sich über das Treppenhaus bis nach oben und das sieht die klasse aus. Jetzt gehen wir da mal hoch und dann können wir auch sehen, Sockelleiste. Oben auch nochmal mit Grau abgefugt, damit wir da keine schwarzen Ränder haben. Und jetzt sieht das hier richtig cool aus. Mit der Leuchte, also wirklich klasse. Und natürlich die Steinchen kommen da richtig raus. Wirklich genial. Und auch hier unten, ne? Lampen montiert, wunderbar. Also ist wirklich klasse. Jetzt gibt das hier ein ordentliches Bild mit den weißen Sockelleisten. Herrlich. Und was sagt ihr zu dieser Wandveredelung hier in dem Treppenhaus? Ich bin schwer begeistert, finde es richtig klasse, vor allen Dingen auch mit der buchefarbenen Treppe. Das kommt richtig gut raus und auch die weiße Sockelleiste passend dazu in dem Farbton, den ich besonders schön finde. Also wirklich klasse, auch mit den Lämpchen. Es gibt das Ganze im Bild hier einfach. Gell? Also, ihr habt es gesehen, ich habe es gesehen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen natürlich, wie immer. Und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Malermeister André Klinger. Macht's gut.